Einen schönen guten Morgen wünsche ich euch. Ich bin wieder in der Fürstlichen Hofreitschule in Bückeburg zu Gast. Und ihr hattet euch einen Follow Me Around von mir gewünscht. Ich werde euch heute einen Tag mit in den Alltag eines Week Students nehmen. Da gab es ja jetzt schon im Februar ein Video zu. Da bin ich ein bisschen mehr in das Thema Week Student eingetaucht und habe euch so ein bisschen gezeigt, was man hier so als Week Student erleben kann. Heute soll es einfach mal ein bisschen mehr Alltag von mir und meinem Bill sein. Und ja, ich hoffe, ihr habt da Bock drauf und dann nehme ich euch jetzt mit. Guten Morgen. Na, bist du schon am Frühstücken? Nachdem Bill in Ruhe zu Ende frühstücken durfte, startete unser Tag wie immer in der Hofreitschule mit einer ausgiebigen Wellnessbehandlung fürs Pony. Bill hat es sehr genossen, ich habe ihn ausgiebig geputzt, dann hat er währenddessen noch inhaliert. Das machen wir ja, ich sag mal so alle 2 Tage immer noch regelmäßig. Ja, und dann habe ich ihn hier erstmal einfach ordentlich sauber gemacht. Für mich ist es immer wichtig, wenn ich mit dem Pferd in der Hofreitschule unterwegs bin, dass der einfach ordentlich aussieht, dass der sauber ist, weil ja, wir natürlich auch mit den Pferden dort durch den Schlosspark laufen. Und ich finde, da sollte man immer darauf achten, dass die Pferde einfach gut gepflegt und sauber aussehen. Dann ging es auch schon ans Satteln. Ich habe für Bill einen neuen Bückeburger Schulsattel in dieser Week Student Woche bekommen. Den Bückeburger reite ich ja jetzt schon seit etwas über einem Jahr, aber mein Alter hatte eine etwas andere Gurtung, die Bill ein bisschen an der Schulter gestört hat und deswegen habe ich mich hier für ein neues Modell entschieden. Wir haben in dieser Woche den Sattel auch professionell mit einer Satteldruckmessung angepasst. Dazu wird es hier auch ein Video geben. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, schaut hier auf jeden Fall regelmäßig auf meinem Kanal vorbei oder abonniert, dann verpasst ihr keins meiner weiteren Videos. Dann ging es auch schon zu unserer Unterrichtseinheit. Ich hatte immer vormittags eine Unterrichtseinheit bei Wolfgang Krischke. Ich habe euch versucht, so viel wie möglich aus der Unterrichtseinheit ja, hier ins Video zu packen. Ich hoffe, das gefällt euch. Wenn ihr Fragen habt, dann schreibt mir die gerne unten in die Kommentare. Und ja, jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß dabei. Reithaus und da drüben wird noch Unterricht gegeben. Das heißt, ich werde den Bill jetzt erstmal ein bisschen warm führen. Vielleicht machen wir ein bisschen Handarbeit und dann geht es auch für uns in den Unterricht. In dieser Woche waren wir 3 Week Students. Das heißt, dass wir uns auch gegenseitig beim Unterricht zuschauen konnten. Da lernt man natürlich auch immer richtig viel. Also nicht nur in der eigenen Unterrichtseinheit, die ich jetzt zum Beispiel jeden Tag mit Bill hatte, sondern ich konnte eben bei den anderen Unterrichtseinheiten auch zuschauen, wenn ich das wollte. Das war wirklich immer richtig schön, weil natürlich jedes Pferd-Reiterpaar an einem anderen Punkt ist. Die anderen arbeiten zum Beispiel am vernünftigen Angaloppieren, die anderen an der Nachgiebigkeit oder an den ersten Seitengängen. Bei mir ging es dann zum Beispiel in die etwas höheren Lektionen und somit kann man sich dann immer richtig schön viel von dem anderen Unterricht auch abgucken und mitnehmen. Ich habe den Bill, wie gesagt, hier warm gemacht vor dem Unterricht, weil ich einfach an die hohen Lektionen schon gehen wollte. Ich wollte also nicht ewig warm reiten im Unterricht und habe ihn deswegen an der Hand schon ordentlich warm gemacht, habe hier ein paar Seitengänge gemacht, den spanischen Schritt abgefragt und dann habe ich natürlich auch noch ein bisschen beim Unterricht zugeschaut. Es war wirklich sehr inspirierend. Dann ging es für mich auch ans Aufsteigen. Wie ihr sehen könnt, hat die Hofreitschule eine besonders hohe Aufstiegshilfe. Das liegt nicht daran, dass sie besonders große Pferde haben, sondern der Grund ist, dass dort eben auch im Damensattel geritten wird und die Reiterinnen natürlich auch im Damensattel gut auf ihre Pferde kommen müssen. Und daher die große Aufstiegshilfe. War für mich auch ganz bequem. Bevor es jetzt in die Unterrichtseinheit geht, möchte ich da noch ein paar Sätze zu verlieren. Und zwar habe ich versucht, euch so viel wie möglich von der Einheit hier drin zu lassen und das mit Originalton. Ihr werdet also alle Korrekturen, die Wolfgang gegeben hat, beziehungsweise die Tipps, die Wolfgang mir gegeben hat, auch eben sehen. Und in dieser Unterrichtseinheit ist nichts verschönt oder so. Ich habe keine schlechten oder schlimmen Szenen rausgeschnitten. Ich habe so gut es geht alles drin gelassen und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß damit. Wenn du ihn eingestellt hast, leichter in der Hand werden.
nicht die ganze Zeit auf Kontakt bleiben. Wenn er sich dann entstellt, nimmst du ihn wieder neu an und stellst ihn neu ein. Aber nicht durch die verwahrende Hand das Pferd in seiner Bewegung behindern. Dann wird er auch immer langsamer. Fürs Travers darfst du ein ganz klein bisschen ehrlicher biegen. Ja, mach ruhig nochmal. Mehr seitwärts. Biegung bleibt rechts. Jawohl. Kannst dich mit dem Oberkörper so ein ganz klein bisschen in die rechte Richtung lehnen. Ganz, ja, mehr nicht. Genau. Dass er praktisch unter dein Gewicht treten möchte. Oberkörper links. Jo. Hast du gemerkt, wie der einen Ruck nach links macht? Kannst sehr schön mit dem Gewicht spielen, desto weniger musst du mit dem Schenkel treiben. Immer mit der Balance des Pferdes arbeiten. Rechte Schulter ein bisschen vor, linke etwas zurück, genau. Schultern deines Pferdes spiegeln. Du nimmst jetzt abwechselnd dein rechtes und dein linkes Bein immer weg. Lass sie mal passiv runterhängen. Das Bein, was nichts tut. Wenn du anfängst, die Beine wegzustrecken, schwenkst du im Oberkörper. Und das ist der Grund, warum der nicht richtig vorne rauskommt. Genau, ganz ruhig sitzen oben, ganz ruhig. Weiter. Nicht wackeln. Komm, nochmal. Ganz schön, ganz viel Ausdruck. Nicht wackeln, Beine bleiben am Pferd. Jawohl. Gut. Ehrlicher stellen, er ist nicht wirklich sauber gestellt, er ist verknickt im Genick. Ja, gut. Vor. Stell ihn nicht zu stark ab, du verlierst an Go. In dieser Unterrichtseinheit sollte es vor allem auch um die Verbesserung der Piaffe und auch der Passage gehen. Das fällt uns beiden immer noch sehr schwer. Klar, Bill ist ein Quarter Horse, der ist dafür jetzt nicht unbedingt gemacht, aber trotzdem kann es ihm ja helfen, eine gute Idee oder eine gute Bewegungsidee zu bekommen. Und deshalb sind wir dann auch nochmal mithilfe von Wolfgang an die Piaffe und auch an die Passageübergänge gegangen. Und das hat auch wirklich sehr, sehr schön geklappt. Ihr werdet sehen, Bill ist im Vorderbein noch recht rückständig. Da hat mir Wolfgang einige schöne Tipps zugegeben. Und das hat auch wirklich gut funktioniert. Und tatsächlich wird es auch langsam immer besser. In der Piaffe schon an Passage denken, dass das Vorderbein vorkommt. Komm. Komm. Denk mal an Passage. An vor. Komm, ja, komm. Komm. Und jetzt nehmen wir ihn ganz klein bisschen zurück am Zügel und bleib im Trab. Gut, sehr schön. Gut. Am Spiegel zurücknehmen in die Piaffe. Aber nur ganz kurz und gleich wieder raus.
Und wieder vor. Komm. Komm. Nochmal Piaffe. Und vor. Komm. Komm. In den Takt reinhören. Guck mal. In den Takt hören. Komm. Sehr schön, brav, gut. Fein. Da kommen schon richtig tolle Passagetritte raus. Ganz schön. Die Piaffe nur ganz kurz machen, weil der extrem rückständig ist. Der muss im Grunde, die Piaffe, die kannst du verbessern, indem du immer in der Piaffe an die Passage denkst. Eigentlich, du möchtest an der Stelle passagieren. Ja? Dass der Vorderarm, der Oberarm hochkommt. Wir machen es noch einmal. Von hier direkt? Hinter der Ecke. So. Und los. Komm. 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 Takt, hör dich rein. Super. Komm. Bill, komm. Komm, komm. Ja. Komm. Gut, fein. Gut gemacht. Sehr schön. Ist jetzt kein spanischer Trab mehr. Jetzt wird es so langsam Passage, ne? Gut. Wichtig ist, das Bein muss lang bleiben. Nicht die Knie hochziehen in der Passage. Sondern wirklich ein langes Bein lassen und aussitzen. Der wird bequemer. Wenn er die Passage besser hinkriegt, wird er bequemer. Dann ist nachher hast du keine Not mehr zu sitzen. Ja. Beim Galopp ist auch der Fokus ist auf diesen natürlichen Wechsel. Lass ihn einfach galoppieren. Du wechselst die Hand über die Länge der Bahn oder durch die ganze Bahn wechseln und lass ihn einfach wechseln. Beeinflusse ihn nicht. Und bleib schön hinten sitzen im Wechsel, nicht nach vorne kippen. Wenn er wechseln will, bleib hinten, schick ihn einfach vorwärts. Gerade reiten, gerade reiten, gerade reiten. Macht nichts, alles gut, kein Stress. Hat er sehr schön gemacht. Er dreht nicht mehr auf. Super, hinten bleiben, weiter galoppieren, weiter galoppieren. Gut. Weiter galoppieren. Gut. Das war jetzt zu viel Einfluss mit dem äußeren Schenkel. Durch hinten sitzen, vorwärts schicken. Nicht nach vorne kippen. Jetzt fängst du an, nach vorne zu kippen. Bleib hinten sitzen. Bleib hinten sitzen. Hinten sitzen, hinten sitzen. Innere Schulter zurücknehmen. Einfach nur im Sitz die neue Richtung ansagen. Wenn du jetzt nach rechts wechselst, die rechte Schulter. Gut, lob ihn mal, halt ihn mal an. Das war doch gut jetzt. Gar nicht viel mit dem Bein machen, sondern einfach sagen, so, ich galoppiere links, jetzt galoppiere ich rechts. Drehst deinen Oberkörper so ein bisschen. Dadurch drehst du die Hüfte etwas. Fang nicht an, mit dem Bein hinten rum zu wursteln. Das konntest du eben sehen, dann fängt er an, nach dem Bein zu treten. Ja? Nur sagen, ich galoppiere links und jetzt gehst du nach rechts. Ich würde damit auch aufhören. Der letzte Wechsel war doch gut. Der Stress ist schon zum größten Teil raus. Das stimmt. Ja. Das stimmt. Hast du gut gemacht. Sehr schön. Vielen Dank. Gerne. War doch toll.
Auch vielleicht hier nochmal kurz zur Erklärung hinterher. Bill hatte ganz, ganz lange Probleme mit dem fliegenden Wechsel und hat sich immer fürchterlich aufgeregt, hat gebockt, hat nach dem Bein getreten und wurde wirklich sehr, sehr unleidlich. Und das haben wir wirklich in der Woche sehr, sehr gut rausbekommen. Natürlich sind die Wechsel noch nicht perfekt, darum soll es aber auch überhaupt nicht gehen, sondern einfach ihm wieder Vertrauen zu vermitteln und ihm zu erklären, dass es einfach nicht schlimm ist und dass er einfach ruhig dabei bleiben kann. Und das hat wirklich sehr gut funktioniert, bin ich sehr glücklich. Das Billchen hat jetzt Mittagspause, ne? Du hast jetzt Mittagspause und dann geht's für den gleich auf die Weide. Ja, freust du dich schon, ne? Ja, genau. Ist jetzt auf der Weide. Ich finde es so toll, dass man hier auch als Week Student die Pferde auf die Wiesen stellen kann. Natürlich nur in den Sommermonaten. Wenn ihr meine anderen Follow Me Arounds kennt, da war ich ja oft im Winter hier, da stand Bill dann auf dem Paddock. Aber im Sommer haben die hier auch Riesenwiesen, wo die eben drauf können, solange man tatsächlich möchte. Also wir haben die jetzt nach dem Unterricht heute Morgen rausgestellt und ich zeige euch auch gleich die Wiese nochmal. Aber das finde ich wirklich eine super Möglichkeit. Wir haben den Bill vor einigen Tagen mit einem anderen Week-Student-Pferd hier vergesellschaftet, sodass er auch nicht alleine stehen muss. Das ist wirklich ganz toll, dass das so funktioniert. Er findet den auch super, hat einen neuen Freund. Und ja, ich zeige euch mal eben die beiden und zeige euch auch mal eben die Wiese. Schaut mal, so groß ist die Weide hier. Also wenn man als Week-Student hier ist, dann muss man sein Pferd auch nicht vergesellschaften. Es gibt zwei Wiesen und da kann man sich dann natürlich abwechseln. Da steht noch einer, der ist alleine. Der kann die anderen aber hier super sehen. Das ist gar kein Problem. Und ja, das ist wirklich eine super schöne große Wiese und die Pferde können hier halt einfach ein bisschen ihre Zeit genießen und auch einfach mal ein bisschen Pferd sein. Trotz Week-Student-Aufenthalt, trotz viel Arbeit. Also wir arbeiten ja mit den Pferden jeden Tag hier. Das ist echt ein super schöner Ausgleich. Während der Bill mit seinem neuen Freund die Zeit auf der Weide genießen konnte, habe ich bei einer Satteldruckmessung zuschauen dürfen. Das ist hier ein Week-Student-Pferd von der lieben Sabine und die hat ebenfalls einen neuen Sattel von der Hofreitschule bekommen. Die durfte den Sattel hier probereiten, der wurde genau vermessen, aufs Pferd angepasst und dann eben mit dieser Satteldruckmessmatte kontrolliert. Das war irgendwie total spannend, das mal so hinter den Kulissen zu erleben. Bei der letzten Satteldruckmessung saß ich ja auf dem Pferd und durfte hier jetzt einfach mal ja, das aus der anderen Perspektive sehen. Und das war wirklich total ja, aufregend, weil wie ihr sehen könnt, der Sattel passte hervorragend. Aber man konnte auch in dem Druckergebnis dann sehen, wo die Sabine gesessen hat, ob es mittig war, ob der Schwerpunkt gut war und so. Das war wirklich total spannend und ja, wie ihr sehen könnt, Pferd und Reiterin waren auch total zufrieden. Also wirklich eine sehr, sehr schöne Erfahrung. Und was ist es? Ein Eiskaffee mit Karamell. Wo ist der hin? Ja, wir können auch erst so gleich am Bedarf. Komm bitte. Lecker. Ja, prima. So fein. Du sollst herkommen. Nicht einfach nur rufen. Nein. Was schön. Was schön. Ja, komm, wir gehen uns gleich. Billchen ist wieder in seiner Box und genießt jetzt sein Abendessen. Du hattest auf jeden Fall einen sehr erfüllten Tag, oder?
Ich sitze jetzt im Week Study Raum und ja, wollte mich eigentlich von euch verabschieden. Ich hoffe sehr, dass euch mein Follow Me Around gefallen hat. Wenn ja, freue ich mich natürlich sehr über eine positive Bewertung, wie immer. Und dann dürft ihr mir auch gerne ein Abo dalassen, um keine weiteren Videos zu verpassen. Es wird natürlich noch weitere Videos auch hier aus der Hofreitschule geben. Ja, und dann hoffe ich, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Ciao, ihr Lieben. Bis dahin.